Ja, hallo Leute, hier wieder Dozo mit Let's Read Skyrim und wir haben da jetzt noch ein Buch, das wir noch nicht gelesen haben und sind noch in der Halle der Gefährten, in der Methalle. Vorgänger der Dwemer-Gesetze, Verfasser unbekannt, wieder mal. Dieses Buch ist ein historischer Bericht über die Entstehung der Gesetze und Gebräuche der Dwemer, beginnend mit ihren Wurzeln in der Kultur der Hochelfen. Soweit ich die Entwicklung der Gebräuche der Bosmeri-Stämme nachvollziehen kann, glaube ich, dass sie mit dem Ausbau der Altmeri-Gesetze in jeder Hinsicht vergleichbar ist. Die frühere Haftung für Sklaven und Tiere war hauptsächlich auf Abtretungen beschränkt, die später, wie auf den Somerset-Inseln, zu Entschädigungen wurden. Welcher Bezug ergibt sich nun zu unseren heutigen Gesetzen? Soweit es den Einfluss der Altmeri-Gesetze auf unser heutiges System betrifft, besonders hinsichtlich der Regelungen zu Herren und Dienern, finden sich Hinweise in jedem aufgezeichneten Urteil der letzten 500 Jahre. Es wurde bereits erwähnt, dass wir die Argumente der Altmeri-Magistrate, so leer sie auch sein mögen, bis zum heutigen Tage anwenden. Nun möchte ich kurz aufzeigen, wie Altmeri-Gebräuche ihren Weg in die Gerichte der Dwemer gefunden haben. In den Gesetzen von Wachtkartla PD 1180 heißt es, wenn einer, der nicht sich selbst gehört, jemanden tötet, der sein eigener Herr ist, dann muss sein Besitzer den Angehörigen drei feine Instrumente und den Körper des Täters überlassen. Es gibt viele ähnliche Erwähnungen. Dasselbe Prinzip wird selbst auf den Fall eines Centurios angewandt, durch den ein Mann getötet wird. Wenn jemand bei der Arbeit von einem Animuculus getötet wird, dürfen die Angehörigen des Opfers den Animunculus innerhalb von 30 Tagen zerlegen und erhalten seine Teile. Animunculus, okay. Auch Darks Ausführungen über die wilden Bestien des Tenma-Waldes sind aufschlussreich. Wird eine Marschkatze von einem Argonier getötet, fällt seine Familie in Ungnade, bis sie sich rächt, indem sie den Argonier oder einen anderen wie ihn tötet. Wird eine Marschkatze jedoch durch herabfallende Teile eines Baums getötet, nehmen die Angehörigen Rache, indem sie den Baum fällen, seine Zweige zerhacken und sie in alle Teile des Waldes verstreuen. Okay. Leute, das war wieder euer Dozo mit Let's Read Skyrim, Vorgänger der Dwemer Gesetze und Verfasser unbekannt. Ich habe da jetzt noch überhaupt keinen Durchblick, was das jetzt sollte, aber ein Buch ist ein Buch und ist da zum Lesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch noch einen schönen Abend, euer Dozo. Ciao.